The fuck? Hä? Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Hast du nicht, dass ich gewonnen habe? Drei Kleeblätter. Gummeln Sie drei Glückskleeblätter auf einer Walze frei. Ist es Verarsche? Ja, ist es Verarsche, weil hier habe ich nochmal. Voll der Schmarrn. Schade. Hier auch. Endlich Schmarrn. Das Krasse ist, wir kennen einen, der hat sogar mal gewonnen. Also so Verarsche ist es nicht, aber in dem Fall ist es schon Verarsche. Und zwar ist es der Rudi, der alte Kartenhändler vom Kartenshop. Der hat mal bei so einem Faber-Rubbellos-Ding auch gewonnen. Und der kriegt jetzt einfach seine zweite Rente jeden Monat und gönnt sich. Also. Und steuerfrei, weil es ja ein Glücksspiel ist. Aber ja, in dem Fall war es leider Schmarrn. Wow, ich habe 1 Million Euro gewonnen. So ein Schmarrn. So, Bubble Tea ist angekommen. Zum selber machen. Ohoho. Der super softige Bubble Tea Laden öffnet demnächst. Aber da wollte Tati mitmachen, also da warten wir auf ihn. Alter, dieser Burger hat 6,49 Euro gekostet für so einen dreckigen McDonald's-Hamburger. Was ist da los, Mann? Auf jeden Fall ist es dieser neue mit Spargel und Sauce Hollandaise. Der war irgendwie ein bisschen gehypt und dachte ich mir, ich probiere ihn. Aber Alter, für einen einzelnen McDonald's-Burger, also ich hatte keinen Bock auf Menü. Und ich gehe check McDonald's eigentlich immer nur ab, wenn es Gutscheine oder Aktionen gibt. Aber Alter, 6,50 Euro. Tot, Mann! Das ist wirklich tot! $6,50! Aber ist lecker. Ist solide. Mit Speck auch noch. Bacon. Ich gehe noch was essen. Der Burger war natürlich nicht genug. Ich wurde eingeladen, was zu testen, was Neues. Von einem super soliden Sushi-Laden. So. Oh yes, Sushi. Special extra spicy. Ich bin zwar nicht Tati, aber ich sollte das schon überleben. Ich habe den Typ auch überlebt. Zwar nur einen kleinen Bissen, aber überlebt ist überlebt. Ist aber eine nette und coole Aktion, finde ich. Ab und zu mal ein paar einladen einfach, um neue Sachen zu testen. Ein bisschen Werbung halt. Nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Einfach nur ein, zwei Leute mal hier und da einladen. Die posten darüber. Und das war's. Easy. Puh. Also ein einzelner ist nicht besonders scharf, aber wenn du mehrere davon isst und dann gar nichts trinkst und so, dann sammelt sich das schon, also ist schon folgig. Nochmal faken. Nochmal faken, Alter, was geht was ab? Was geht ab? Wie war's bei dir, Alter? Saftig, Mann. Ja, nix, Mann. Ausgefallen. Ausgefallen? Bei mir jedenfalls ausgefallen. Wir warten hier gerade auf Chong. Der kommt 2 Stunden zu spät. Macht ein paar Reactions. Haben uns Unges Roomtour angeschaut, Gaming-Zimmer. Ja, Mann. Hört's mal, was er am Ende sagt. Eiskalt, Mann, klaut er mein Ciao. Ich schwöre, Manu geht raus, Mann. Ciao. Oder? Richtig dekopiert, Mann. So ist das halt, Mann. Oh mein Gott, Mann, richtig mein dekopiert, ey. Mit Höhen, mit Höhen. Oder Mia. Was geht ab, Mann? Was
geht ab hier? Mir! Alter, Jungs, ich hab's oh, geschafft, Mann, Alter! Eskalation, Mann! Schon richtig krass gekocht, Mann! Kein Stress, Nico, cool bleiben! Oh mein Gott, Alter! Richtig pünktlich zur Ausgangssperre, hallo! Nico, es gibt keine Ausgangssperre für dich, Mann! Ich hab kein Zettel, ich was geht, ich bin endlich jetzt da! Kuss geht los an Richie Son. Er schreibt, ich feiere aber deine Vlogs anders. Wir sind am Stream, Leute. Schaut jeden Freitag vorbei. Das war's vom heutigen Vlog. Ich mach den, starte den gleich nochmal neu für den nächsten Tag. Weil wir bleiben hier noch bis 5, 6 Uhr in der Früh. So ist das mit Ausgangssperre. Ah ja, Musik, stimmt. Aber ihr wisst Bescheid. Liken, subscriben, kommentieren. Folgt uns auf Twitch, Instagram. Vergesst nicht, das Ciao, das Unge von Nico geklaut hat. Ciao!